Hallöchen, meine Lieben. Wir machen heute eine erfrischende Beschäftigungsmöglichkeit für Pferde selber. Aber noch eines kurz vorweg. Wenn ihr ein empfindliches Pferd habt, dann verfüttert es bitte nicht oder ihr benutzt so kleine Eiswürfelbehälter und lasst es dann vorher etwas langsam auftauen. Und ansonsten brauchen wir diese Zutaten. Wir brauchen Bananen, Äpfel oder das, was euer Pferd am liebsten mag. Außerdem noch eine Eiswürfelform und Wasser. Und jetzt schälen wir die Banane. Dann schneiden wir den Apfel und die Banane in kleine Stücke, sodass sie gut in die Form passen. Und jetzt einfach die Eiswürfelform damit füllen und anschließend mit Wasser aufgießen. Das Ganze muss jetzt für 2 Stunden ins Gefrierfach. Und wenn dein Pferd nicht so empfindlich ist, dann kannst du das auch gerne in eine große Schüssel machen mit größeren Fruchtstückchen drin und kannst ihm das bei super heißem Wetter hin tun und da sind sie eine ganze Zeit beschäftigt und finden das auch ganz toll. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da und schreib mir einen netten Kommentar. Dann gibt es vielleicht schon ganz bald das nächste Pferde-DIY. Tschüssi!